Ich mache mir mehr Sorgen darüber, ein guter Mensch zu sein, als der beste Fußballspieler der Welt zu sein. Wenn das alles vorbei ist, was bleibt einem dann noch? Hältst du dich selbst für einen guten Menschen? Und was sagen andere über dich? Ich habe 17 Jahre und 114 Tage gebraucht, um über Nacht erfolgreich zu werden. Träumst du noch vom Erfolg über Nacht? Oder kommst du deinen Zielen jeden Tag schon etwas näher? Vater zu werden hat alles verändert. Er, Thiago, kommt an erster Stelle, dann alles andere. Es hat auch die Art und Weise verändert, wie ich ein Spiel sehe. Wenn ich früher verloren oder etwas falsch gemacht habe, habe ich 3 oder 4 Tage lang mit niemandem gesprochen, bis es vorbei war. Jetzt komme ich nach einem Spiel nach Hause, sehe meinen Sohn und alles ist in Ordnung. Was erfüllt dich in deinem Leben zutiefst, auch wenn etwas mal nicht gut läuft? Der Tag, an dem man denkt, dass es keine Verbesserungen mehr gibt, ist ein trauriger Tag für jeden Spieler. Welche Bereiche deines Lebens sind es dir wert, sie jeden Tag zu verbessern? Man darf nicht zulassen, dass der Wunsch, ein Gewinner zu sein, durch frühere Erfolge geschmälert wird, und ich glaube, dass sich jeder Sportler noch verbessern kann. Kennst auch du Höhlenflüge, die deinen Willen geschwächt haben?